Hey, ich bin die Maya. Und ich bin der Davide. Wir tanzen seit 2017 zusammen. Wir haben schon 2 Schweizer Meistertitel im Standard bei der Elite gewonnen und sind schon 3-fache Schweizer Meister im Zehntanz. Ich habe als erster Tanzsportathlet das Sportgymnasium besucht in Zürich und habe das letzte Jahr mit der Matura abgeschlossen. Ich mache Gymnasium als Fernstudium in der Schweiz, weil ich komme ursprünglich aus Polen. Wir wohnen in der Nähe von Zug und wir sind Mitglieder von der TSCZ, Tanzsportclub Zug. Ich tanze seit 14 Jahren. Und ich tanze seit über 13. Wir sind das erste Schweizer Tanzsportpaar, das das Finale von einer WDSF-Weltmeisterschaft geschafft haben, seit 1996. Die WDSF ist die World Dance Sport Federation. Wir sind ausgezeichnet mit der Swiss Olympic Elite Card und sind als erste Tanzsportathleten Teil des Spitzensportmilitärs. Wir trainieren in Zürich und Zug und unser grosser Fernziel sind die World Games 2025 in Chengdu. Aber was ist denn Tanzsport überhaupt? Tanzsport ist die Kombination von Sport und Kunst zu der Musik. Wir machen Paartanz als Wettkampfsport. Wir tanzen alle 4 Disziplinen. Latin, Standard, Zehntanz und Showdance. Disziplin Latin, das sind 5 Tanz. 3 von denen kommen von Lateinamerika. Das ist Samba, Cha-Cha und Rumba. Paso Doble kommt von Spanien und Jive von Nordamerika. Und das ist ein Video von einem Latin-Turnier. Disziplin Standard beinhaltet die 4 Schwungtänze, Langsamwalzer, Wienerwalzer, Slowfox und Quickstep und den Schreittanz Tango. Und Standard tanzen wir immer mit ganzen Körperkontakt. Das ist ein Video von einem Standardturnier. Im Zehntanz, der Königsdisziplin, tanzen wir im gleichen Turnier 5 Latin und 5 Standardtanz. Nicht wie normalerweise. Normalerweise haben wir ein Turnier, wo wir nur Standard oder nur Latin machen. Und Zehntanz ist aber die Kombination von denen. Und das macht es eben schwierig. Bei diesen Tanzturnieren tun alle Paare gegeneinander antreten. Je nachdem, wie gross die Fläche ist, etwa 12 Paare pro Gruppe. Wertungsrichter tun dann Paar anhand von bestimmten Kriterien entweder in die nächste Runde werten oder rausschiessen. Jede nächste Runde kommt immer 50% der Paar. Das geht so lange weiter, bis am Schluss nur noch 6 übrig sind. Die machen dann im Finale ein letztes Dance Battle und werden rangiert vom 1. bis zum 6. Platz. Das Einzige, was unsere Karriere erschwert, ist die finanzielle Situation. Für die qualitativ hochstehenden Informationen gehen wir ins Ausland zu unseren Trainern. Und damit wir auf der Weltrangliste weiter führen können, müssen wir an vielen internationalen Turnieren teilnehmen. Wir trainieren 6 Tage pro Woche, 3 Stunden am Morgen und 3 Stunden am Nachmittag. Und darum bleibt uns zu wenig Zeit, um genug Geld zu verdienen. Weil Tanzsport in der Schweiz eine Randsportart ist, haben wir sehr schwierig mit Sponsoren zu finden. Darum ist die Möglichkeit von diesem Projekt einzigartig und super. Unser grosses Ziel dieses Jahr ist, an der Weltmeisterschaft in China teilzunehmen und ins Finale kommen. Sofern sich die Situation rund ums Coronavirus bis dann verbessert hat. Wir können uns am besten darauf vorbereiten, wenn wir mit unseren Trainern aus Italien und Polen zusammenarbeiten können. Die kosten aber pro Lektion 45 Minuten 120 Euro. Zusammen mit den Spesen und dem Essen, alles drum und dran. Wird sehr teuer. Wir nehmen zwar immer die günstigste Möglichkeit fürs Reisen und Wohnen, aber trotzdem wird es schwierig. Darum sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Zusammen können wir unsere Ziele erreichen. Wir investieren alles, was wir können, seit Jahren für den Spitzensport. Jeden Tag kämpfen wir für unsere Ziele, mit einem klaren Fernziel, die World Games in Chengdu 2025. Darum sind wir überzeugt, dass sich Ihr Investment in uns als soliden Wert lohnt. Zusammen können wir unsere Ziele erreichen. Danke vielmals.